Jutta, jetzt sitzen wir da an einem wunderschönen Tag mitten am Fairway und wenn wir so nachdenken, wir haben schon einiges umgesetzt, oder? Ja. Was sagst du dazu? Heuer haben wir schon sehr viel in die Wege leiten können. Wir haben Targetsgrüns auf der Driving Range montieren lassen können. Wir haben ein paar Erneuerungen gemacht. Wir haben neue Maschinen gekauft. Wir haben unseren Platz herrichten lassen, indem wir einfach die Bäume gekappt haben, also damit man schön durchspielen kann. Das wird wirklich sehr gut angenommen. Der Platz wächst immer mehr zusammen, er kriegt immer mehr einen Parkcharakter. Genau, was eigentlich unsere Philosophie war, wie wir angetreten sind, oder? Das stimmt. Wir ja. wollen unserem Namen gerecht werden, dass wir ein Golfpark sind, oder? Das war eigentlich der Hintergrund. Genau, der Golfpark wird immer realistischer. Es kommen jetzt noch Bepflanzungen kommen noch rein. Wir werden noch mit Sträucher und Blumen das noch mehr parkähnlich gestalten. Ein bisschen Hindernisse vielleicht noch kreieren. Zum Guten oder Schlechten des Golfers. Aber ansonsten wollen wir das so weit belassen, wie er ist. Wir wollen einfach nur den Golfern die Möglichkeit geben, einen wunderschönen Tag bei uns genießen zu können, ohne viel Bälle verlieren zu müssen und nach der Runde sagen zu können, super, ich habe mich sportlich betätigt, ich war mit Freunden unterwegs, es war ein gemütlicher Tag und ich komme wieder. No, und jetzt sieht man eigentlich schon im heurigen Jahr so ein bisschen auch den weiblichen Touch, wie zum Beispiel das 15 unten hergerichtet hast, das finde ich sehr super. Ich finde das 15 eigentlich jetzt in Klopein fast das schönste Loch, muss ich da sagen. Das 12er Loch ist auch sehr schön. Es okay. ist zwar durch den Wasser, durch den Springbrunnen wirklich nicht so einfach zu spielen, aber es ist einfach ein Hingucker. Wenn man vorbeigeht in einem heißen Sommertag und der Spritzregen kommt so vorbei, ist es eine angenehme Abkühlung. Und ich finde das 12er sehr schön. Ist zwar nicht mein Lieblingsloch, weil es für mich immer ein schwieriges Loch ist, aber ein sehr schönes Loch. Okay, na, mein Liebling ist das 15er. Ich leite die Golfschule, die Golfsport Academy in Klopein, ja, und mit meinem Assistent Stefan Fischer. Wir haben drei Gruppen, vom Kader bis zu den kleinen Bambinis. Sie trainieren insgesamt in drei verschiedenen Tagen so um die 19-20 Stunden. Vor ein paar Monaten haben wir eine Auszeichnung bekommen vom österreichischen Golfverband als beste Jugendarbeit in Österreich. Und es war für mich eine Überraschung, habe ich nicht gedacht, dass es so schnell gehen kann. Golfpark Klopainer See macht bei der Hello Junior Aktion mit. Das ist normalerweise bis 12 Jahre alt, da zahlen die Jugendlichen nichts. Bei uns ist erweitert worden bis 14. Erwachsene, die unterrichten wir auch sehr, sehr gerne. Sie sind nur sehr, sehr engagiert mit der Arbeit. Dann kommen sie nicht so oft zum Training wie unsere Jugendlichen. Im Rahmen unserer Dreharbeiten hier in Klopain treffen wir den Sportdirektor des ÖGV, Niki Zitny. Ist das so quasi deine zweite Heimat? Ja, absolut. Ja. Also mein kleiner Sohn lebt in Kärnten, nicht weit von hier, aber Wohnung auch da und wir gehen auch immer hier Golf spielen. Wie gefällt dir der Platz? Super, also für mich einer der schönsten Plätze Österreichs. Vor allem die Umgebung, ich meine die Berge hier, Seenlandschaft und so weiter, super Zustand. Also riesen Jugendarbeit, kommen wir gerne her. Wollte ich gerade sagen, für dich als Sportdirektor muss es ja ein Traum sein, hier diese Akademie zu sehen. Ja, ich meine, das ist eines der Vorzeigeprojekte, die wir haben in Österreich und bin jetzt nicht stolz auch, weil ich das ein bisschen mitverfolgt habe durch meine ganzen Freunde, die ja hier am Ruder sitzen sozusagen. Die haben es geschafft, hier in Klopain innerhalb von 2 Jahren die Jugendförderung des ÖGV zu gewinnen. Und das ist eine Riesenleistung, es wird extrem viel gemacht. Hunderte Stunden organisiertes Jugendtraining, mehrere Gruppen und der Erfolg gibt ihnen recht. Du verwöhnst die Golfer mit Speisen und Getränken. Was ist eure Spezialität hier? Spezialitäten haben wir eigentlich alles, was wir auf der Karte haben. Aber eigentlich von Steaks angefangen bis eine geröstete Kalbsleber. Also wir bieten allen Gästen etwas. Es gibt bei uns niemanden, der nichts hat wird oder etwas nicht findet auf der Karte. Ist es ein Club, wo das Restaurant auch gut besucht wird von den Spielern und Spielerinnen? Ja, es wird, denke ich, sehr gut angenommen nach dem Spiel. Also wenn sie nichts essen, dann trinken sie wenigstens noch etwas. Sitzen gemütlich zusammen.
dann verbindet man halt einen schönen Ausflug auf den Golfplatz mit der Familie, ein wunderbares Essen auf der Terrasse und zum Abschluss geht man vielleicht sogar noch in den Clubeiner See baden.